So, willkommen zu einer kleinen Suchmission. Und zwar hatte ich jetzt das Glück, eine Höhle zu erwischen, wo man auch mit dem Schiff reinfliegen kann. Also habe ich mir mal ein kleines Schiff geholt, die Buccaneer. So. Aufgetankt ist. So, fertig machen zum Landeanflug auf Aberdeen. Was ich blöd finde, erst kam ja das 3.14 Update, da hast du ja dann keine Munition mehr, keine Medipens und nix, ne? Ja, erstmal alles neu gekauft. Und dann kam ein paar Tage später wieder ein Update. Ja, und da war die Munition und alles wieder weg. Also ich glaube, ich lasse es jetzt sein. Da habe ich die Waffen halt bloß noch zur aus Spaß mit, ne? Ich weiß nicht, wo das Problem ist, warum man die Magazine dann nicht weiter hat, ne? Ich meine, klar, das sind Gebrauchsgegenstände oder Verbrauchsgegenstände. Aber das sind ja Trinkflaschen zum Beispiel auch und die bleiben ja auch drin meistens. Naja, gut. Ja, bei meinem letzten Bergungsauftrag war die Höhle ja voll mit Gegnern gewesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall, denn das könnte dann Probleme geben, weil wegen keine Waffenmagazine. Und so weiter, ne? Ah. Das wird doch eine Suppe hier, ey. Das ist mal nischt. Toll. Wo ist denn jetzt die Höhle hin? Jetzt hat es draußen geblitzt. Ich habe nach draußen geguckt und jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin hier. Wo ich hin muss. Ah! Da ist es. So, machen wir mal Licht an. Die Landebeinchen raus, oder? Ja, die. Ja, komm, die nehmen wir jetzt okay Platz weg. So. Achtung. Es geht los. Genau, da wollen wir hin. Okay, Vorwärtsschub aus. Aber hallo, hä? Butterweich. Butterweich. Das Fleisch. Na dann. Helm auf. Hoffen wir's mal, ne? Oh, hier sehe ich schon was zum Abmeinern. So. Jetzt sehe ich nicht mehr zum Abmeinern.
Uiuiui. Aber mir fehlt ja ein bisschen das gedämpfte Geräusch, ne? Was man normalerweise hat. Auf solchen Monden ohne Atmosphäre. Was war das jetzt? Hä? Was war das jetzt? Ja, kein Schnaps mehr vorm Einsatz hier. Fliegt er auf die Fresse. Oh ey. Also der Lichtbug, das geht einem ja auf den Sack. Oh, hier liegt was. Okay. Wieso liegt hier ein Steinschwumm? Das ist definitiv nicht normal. Hier war vielleicht vorhin einer, der hier gemeinert hat. Oh, Alter, ey. Er musste noch eine extra Epilepsie-Warnung raushauen. Ja, das war klar, dass du das nicht hingeschissen kriegst, ja. Das geht gar nicht hier. Hier, überall liegen Steine rum. Du musst da überhaupt nicht meinern. Was ist denn das? Was ist das? Überall liegen die Dinger hier rum, ohne dass ich meinern muss. Hier, guck mal, das sind die Steine, die eigentlich abgemeinert werden müssen. Aber hier sind die offenbar schon abgemeinert. Beziehungsweise wurde aufgeknackt, aber nicht mitgenommen. Hä? Da unten noch mehr. Ah, mit diesem... Hier ist ein Steinchen. Hier auch. Ah ja. Ich habe vorhin fünfmal dieses scheiß Gedöns eingepackt hier. Ausgepackt, eingepackt. Utility. Multitool. Immerhin hat einen Rucksack aufgesetzt. Ist wieder diese Dolivin-Scheiße, ey. Oh. Was ist das hier? Alter, das geht überhaupt nicht, ey. Hat er nicht! Das nehme ich mit. Jetzt fängt er wieder an zu scannen, oder? Nee, Gott sei Dank. Hui. Oh. Ja, was fällt da dauernd auf die Fresse? Ist er ein bisschen doof oder so? Ja, das ist aber auch ein mega günstig, eine mega günstige Position, für die hat er nicht Stein. Ah ne, komm. Ich geb's gleich auf hier. Ja, was ist jetzt das? Ach ne, komm. Okay, leg mich fett. Boah. Guck mal hier. Hier oben liegen auch Steinchen. Ne, ja. Ah ne, das hat da nicht gedöhnt. Das ist aber hier optisch richtig übel, ey. Und wenn da ja noch Feinde drin sind, dann bist du richtig am Arsch, ne? Du bist ja quasi geblendet. Ja, das ist eine riesige Höhle hier, also da ist man schon mal eine Weile unterwegs. Alter, wie das nervt, ey. Ey, das ist nicht normal, ey. Na gut, was ist das hier schon? Was ist hier schon normal?
Ich denke mal, das hängt auch mit dem Nebelgedöns zusammen. Das ist aber auch viel zu viel Nebel hier, was die ja immer reingemacht haben. Gibt es auch keine Hinweise, wo der Vermisste sein könnte. Ah, kann ich hier hochspringen? Nee. Der landet ja eh nur wieder auf der Fresse. Nee. Ich habe auch mal immer so gelesen. Ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt auch nicht verifizieren. Aber ich habe auch mal gelesen, dass manchmal die vermisste Person gar nicht erst aufgetaucht ist. Also die wurde gar nicht da in die Höhle gespawnt. Das kann natürlich auch immer mal passieren. Deswegen hat man zum Trost wahrscheinlich die Steinchen hingemacht, damit man was zum Abminern hat. Nein, bitte nicht. Nein. Oh, jedes fucking Mal. Da ist er. Danke. Ach, Gott sei Dank. Ja, man kann eben nicht immer Pech haben, ne? Manchmal hat man auch Glück. Passiert selten, aber es passiert. So. Gut, da hätte ich jetzt das wenigstens mal. Nee. Geschafft. Bin ich eben doch nicht allzu nutzlos. So, wo bin ich jetzt hier? Hier wollte ich jetzt eigentlich rüberspringen. Das ist ja, ich feiere das, dass man das hier so einfach so schnell mitnehmen kann. Also das haben sie auf jeden Fall schon verbessert hier. Ich weiß nicht, ob das mit dem iCache zusammenhängt, was da immer so Stückchen für Stückchen reinkommt. Auf jeden Fall hat das ja was damit zu tun, dass die Server schneller antworten. Und das tun sie. In der Hinsicht hier. Also das ist auf jeden Fall feierlich. So schade, dass der Hadanitstein vorhin so beschissen lag. Sonst hätte ich den natürlich auch noch mitgenommen. So, ist das hier schon der Ausgang? Nee. Weil die Licht verhält. Ah, hier gucke, da ist doch was. Siehst du? Aphorit, okay, das geht. Scan, du Dödel. Und dann muss ich mal zusehen, ob ich mit der Backen hier nach Ark Corp komme. Munitionieren, aufmunitionieren und mal gucken, was es so für Teile fürs Schiff gibt. Ah, eine Size 4 Gatlinger da drauf, die Buccaneer, also das ist schon nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, also derzeit, ne? Geht mega schnell runter. Die Muni. Da muss man schon gut zielen. Wie beim Pinkeln. Hab mir schon überlegt, ob ich da vielleicht eine Attrition drauf mache oder sowas. Oder ein Rhino-Repeater. Bloß, ja, ich denke mal, es ist besser mit so einem kleinen Schiffen. Lohnt sich das vielleicht eine Gatling? Die macht einfach viel mehr Schaden. Und das ist bei kleinen Schiffen auch wichtig. Weil die haben halt nicht so starke Schilde und so weiter. Da ist es besser, wenn du da eine bessere Bewaffnung hast. So, war es das jetzt? Ich glaube schon, ne? Oder? Ah, hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Und noch einer. Na, nee, das ist die Ananas. Egal. Scheiße. Okay. Also das mit dem Licht geht nicht. Da wird man ja bekloppt im Kopf, ey, wenn man es nicht schon ist. Zum Glück bin ich bei Team Red. Da ist das redundant. Ich bin noch nicht mal richtig tief in der Höhle drin und schon verlaufe ich mich hier.
Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Licht gemacht habe. Vielleicht ist das der Grund, warum das so komisch ist. Ah, es klingt schon mal schön. Vielleicht ist hier noch ein Steinchen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, ich bin ein Vampir, ich habe keinen Schatten. Kommt ihr Steinchen? Da war doch was. Oder? Ist das was zum Abminern? Nee, ne? Nee. Crusader guests and residents. I have an important security update. We have once again received word that outlaw elements are plotting to move against a station in our sector. Although it is my belief that security forces will be able to deal with this threat before it emerges, it is encouraged that you take extra precautions while traveling. Thank you. Okay. Gut, also offenbar gibt es erhöhte kriminelle Aktivitäten in der Nähe einer Station. Jetzt mit so einem Minenschiff drüber fliegen. So, Motor läuft. Schieben wir unseren zarten, nach Blümchen duftenden Hintern hier raus. Na, das ging doch gut. So. Gut, dann sind wir eben extra vorsichtig. Waffen sind alle aufgetankt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt rausgezogen werde, während ich fliege. Die Piraten machen das gerne mal. Lassen wir uns überraschen. Ja, die Buccaneer ist nicht sehr schnell, deswegen wollte ich auch mal gucken, ob es da irgendwie im Laden bessere Antriebe gibt. Was ich mir überlegt habe, ist vielleicht ein Stealth-Antrieb. Wie gesagt, bei so einem kleinen Schiff lohnt sich das vielleicht sogar, ne? Beim großen Schiff, je größer die Schiffe, desto weniger lohnt sich das wahrscheinlich auch. Weil auch wenn du bei großen Schiffen solche Stealth-Komponenten reinbaust, die entwickeln trotzdem noch so viel elektromagnetische Impulse und Hitze, da bringt das wenig. Also ich denke mal, bei einem kleinen Schiff lohnt sich das mehr, wenn man die ein bisschen stealthiger macht. Obwohl auf der anderen Seite, Drake-Schiffe sind pauschal wenig gut abgeschirmt. Es ist ja mehr so drei rostige Bleche übereinander geschweißt, fertig ist das Schiff, ne? Bisschen Kaugummi dazu, ein Garn, eine Sicherheitsnadel und ein Knopf, fertig. Fertig ist ein Drake-Schiff. Wobei sich die Buccaneer, obwohl es ein kleines Kampfschiff ist, fliegt sie sich relativ schwerfällig. Also die fliegt sich eher wie so ein M-Klasse-Schiff. Ja, ich glaube, ich werde das mal mit dem Stealth ausprobieren. Mal gucken, was es hier so zu kaufen gibt. An den Waffen würde ich gar nicht mal so viel verändern. Uiuiuiui, jetzt leckt's, das ist nicht gut. Aber derzeit scheint das irgendwie so ein bisschen normal zu sein, ne? Auch auf, wenn ich Orison anfliege oder sowas, genau dasselbe. Da hängt's und ruckelt's bis zum geht nicht mehr. Alter, ey. Oh. Das ist nicht gut. Ja, die Sync, war klar. Das ist nicht gut hier. Aber wenigstens bin ich direkt vor dem Raumhafen gelandet hier. Mal gucken, ob ich hier schon landen darf. Hauptsache, ich bin ja schon mal fest verankert hier. Ne, bin er nicht hier. Oh, einer in Rot. Wen haben wir denn da? Naja. Steht gar nicht da. Aurora. Toll.
Hä, sind das zwei? Nee. Lass die mich immer einlocken hier, es nervt. So, Contact to Land. Komisch, wenn der... Müsste der nicht eigentlich angegriffen werden, wenn der Grimestead hat, irgendwie von den Geschütztürmen oder so? Oder hat er nur eins? So. Was? Ich habe gar nichts gejoint hier. Was ist das für ein Käse? Oh shit. So. Ah. Geschafft. So. Oh, das ist ja ein Schnäppchen hier.